Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Sammelkarten-Unboxing. Endlich ist sie da, Serie 2 der Lego Star Wars Trading Card Collection. Wir haben hier für euch erstmal das, ich habe für euch hier das Starter-Pack für den Superpreis von 8,99 €. Enthält eine goldene limitierte Karte, die erste, nämlich die LA1, den Sturmtruppler. Dann zwei Booster mit je 5 Karten und eine Kartengalerie, einen Sammelkartenordner und die XXL-Goldkarte Darth Vader. Lustigerweise ist die XXL-Karte jetzt eine limitierte Karte. Davor waren es ja diese Jedi-Karten und so, jetzt ist es eine limitierte. Und zwar die LE2. Ja, würde ich sagen, schauen wir uns mal das Ganze an und mal sehen. So, hier geht's auf. Jawohl. Da ich Star Wars Fan bin, ist das natürlich auch eine meiner Lieblings Lego Star Wars Reihen. Von den Sammelkarten. Von den Lego Sammelkarten Reihen. So rum, die Star Wars Reihe. Fällt mir schon um einiges natürlich besser als dann den Jago. Das ist halt eher was für meinen Sohnemann. Oder damals Nexo Knights oder so, da konnte ich halt überhaupt nichts mit anfangen. Lego Batman fand ich auch ziemlich cool. Aber jetzt Lego Star Wars ist natürlich der absolute Hammer. So. Haben wir hier wie immer ganz klassisch einen Sammelordner, wie man ihn halt kennt. Standardausführung, legen wir mal beiseite. Dann hätten wir hier das Deckblatt. So sieht das jetzt aus: Lego Star Wars Trading Card Collection Serie 2. Sammelordner mit Platz für alle 22 Karten. Dann hier die Checkliste: Charakterkarten bis 117 geht es da schon mal. Dann haben wir die Kartengalerie, haben wir hier. Aber jetzt erstmal hier auf die Rückseite. Das hintere Einlegeblatt, dann haben wir die Comic-Karten, die es gibt, dann All-Stars-Karten, Fahrzeuge, Puzzle-Karten, Jubiläumskarten, jetzt ganz neu, 20 Jahre, 4 Stück gibt es da, und die limitierten Goldkarten, LE1 bis LE20. Und die Rückseite dann hier, hat man eben schon mal gesehen, Werbung quasi für die Lego-Modelle, in dem Fall zu Solo, das Star Wars Story. So, und dann haben wir hier die Kartengalerie plus zwei coole XXL-Poster. Hier sieht man nochmal alle Limis, die es gibt. Dann haben wir hier, aha, einmal ein Poster zu Solo. Dann klappen wir es auf. Uppala, da ist die Kartengalerie, die werde ich euch nicht zeigen können. Dann haben wir hier noch ein noch größeres Poster von Lego Star Wars All-Stars. Und dann, sofern man es sehen kann, hier dann die Kartengalerie. Also das kann ich euch jetzt hier in dem Video nicht zeigen, aber wen es interessiert, der wird sich das dann ja sowieso zulegen und dann kann man sich das am besten selbst angucken, wie das aussieht. So, dann hätten wir noch die Karten. Wir hätten hier zwei Booster, so sehen die aus. Einmal mit Luke Skywalker als X-Wing-Piloten, einmal mit Darth Vader. 5 Sammelkarten für dich, wenn du mal hinten draufsteht. Da hätten wir hier Serie 2 im Überblick. 79 Charakterkarten, 28 Folienkarten, 27 All-Stars-Karten, 18 Comic-Karten, 18 Fahrzeugkarten, 18 Puzzle-Karten. Plus Spezialkarten, 4 Jubiläumskarten, 10 Ultra-Duell-Doppelkarten, eine in jedem fünften Booster. Insgesamt 202 Karten. So, und dann schauen wir doch mal in die Booster rein. Da hätten wir, na, das ist direkt ein Puzzle hier. Ich weiß jetzt, ist das zweiseitiges Puzzle? Hier ist Puzzle und da ist Puzzle. Wo steht denn die Nummer drauf? Hier steht die Nummer drauf, 183. Also wird das die Hauptseite des Puzzles sein. Oh, dann haben wir hier. Da ist eine besondere Karte anscheinend. Die gucken wir uns zum Schluss an. Da hätten wir grimmiger Kylo Ren, wo man das unter der Maske natürlich nicht so gut erkennen kann, wie grimmiger wirklich guckt. Treue BB-8. Dann ein Fahrzeug, ein Droid Gunship. Zwei Lego-Shooter, 389 Teile im Set, eine Besatzung und 29 cm lang. Und dann hätten wir hier mächtiger General Grievous. Sehr cool. So, dann haben wir noch ein zweites Booster. Dann machen wir es auch noch auf. So, und da hätten wir, da haben wir direkt wieder eine Special Card, die kommt zum Schluss. Gemeiner Savage Oppress. Savage Oppress? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mir nicht merken. So oft habe ich Clone Wars auch nicht gesehen. Freunde Finn und Rey. Dann eine All-Stars-Karte. Keine Hüte. Es ist ein Albtraum, einen passenden Hut zu finden. Dann nochmal All-Stars. Mieses Gefühl. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Habe ich das schon gesagt? Fragezeichen. Und
die eine der 20-Jahre-Karten. 20 Jahre oberster Kanzler Palpatine und Imperator Palpatine. Da sieht man dann hier rechts der Teil als oberster Kanzler und links dann als Imperator. Und die Karten haben 100, 100, 100, 100. In allen Werten 100. Da sieht man hier das 20 Jahre Star Wars, 20 Jahre Lego Star Wars, glaube ich sogar. Kann man das erkennen? Fusici-Kamera da drauf mal. 20 Jahre Lego Star Wars. Gibt es ja auch spezielle Sets zu. Da werde ich das eine oder andere euch vielleicht auch mal vorstellen. Vielleicht mal gucken. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, alle vorzustellen. Es gibt ja auch größere Sets. Ich weiß nicht, ob ich mir die kaufe. Aber zumindest von den kleinen Sets werde ich euch da bestimmt mal das eine oder andere vorstellen, wenn ihr das wollt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Wollt ihr, dass ich euch mal ein paar Lego Sets hier zeige? Und wenn ja, soll ich sie bauen? In Echtzeit? In Zeitraffer? Oder soll ich sie euch nur präsentieren und dann ein bisschen was zu erzählen oder so? Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Wollt ihr das sehen? Und wenn ja, wie? So, dann haben wir noch die Limi hier, die LE1, Sturmtruppler Limited Edition. Card Effect 100, Trade Value 87, Thrill Factor 95 und Rarity Scale 36. Und dann natürlich noch die XXL-Karte Darth Vader, und zwar die, auch die limitierte Edition, und zwar die LE2 in dem Fall, halt den XXL. 103 Card Effect, 90 Trade Value, 101 Thrill Factor und 34 Rarity Scale. Und im Endeffekt war es das eigentlich auch schon. Die Starter-Packs gehen immer recht schnell, sind ja nicht so viele Karten drin. Immerhin. Zwei Glitzer-Karten. Einmal hier den mächtigen General Grievous und natürlich hier so eine coole 20-Jahre-Karte. 20 Jahre oberster Kanzler Palpatine und Imperator Palpatine. Die limitierte LE1 und die XXL-Limi LE2. Mal gespannt, was es dann noch für Limis geben soll oder geben wird. Habe ich noch nicht so reingeguckt, also an XXL-Karten natürlich. Und ja, Sammelordner mit Kartengalerie und hier die Inlays dann vorne und hinten. Genau, so. Jo, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir gerne auch ein Abo da. Wenn ihr dann auch die kleine Glocke aktiviert, dann bekommt ihr Bescheid, wenn ein neues Video online geht und verpasst hier gar nichts mehr. Jo, dann danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.